Ein dringender Appell an die deutsche Politik. Eine Erkenntnis aus der heutigen Pressekonferenz vom 11. März 2022 mit Karl Lauterbach, Lothar Wieler und Jürdes Frommhold. Von Dr. Warnwitz, 11. März 2022, vorgelesen von Jürgen von Augen auf Medienanalyse. Die geistigen Denkleistungen des Karl Lauterbachs bedürfen einer dringenden Überprüfung. Covid-19 ist eine lebensbedrohliche Erkrankung. Millionen von Menschen sind weltweit an dieser Erkrankung verstorben. Aktuell versterben in Deutschland wöchentlich mehr als 1000 Menschen an Covid, so sagte es Lothar Wieler in der Pressekonferenz am heutigen Freitag. Anschließend sprach und äußerte sich auch Deutschlands Koryphäe Nummer 1 in Sachen Long-Covid. Jürdes Frommholt ist die Chefärztin in der Median-Klinik Heiligendamm. Zuvor rezitierte Gesundheitsminister Karl Lauterbach einen Text, dessen Inhalt nur schwerlich verständlich war. Erkenntnisse zu Long Covid. Long Covid ist einfach nicht mehr zu übersehen. Frau Frommhold berichtet in erschreckender Weise, sehr anschaulich die verschiedenen Symptome dieser neuen Erkrankung. Long Covid führt zu heftigsten Ausfallerscheinungen, welche augenscheinlich darauf hinweisen, dass das Gehirn sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. In einem Fokusinterview vom 5. Januar 2022 äußerte sie sich bereits so. Zitat Anfang. Und auch an das, was da in Sachen Verbreitung von Long-Covid gerade die Runde macht, mag ich am liebsten gar nicht denken. Eine Studie der Uni Mainz geht davon aus, dass nicht etwa 10, sondern 40 Prozent aller Infizierten betroffen sind. Zitat Ende. Das, lieber Leser, sollten Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Nicht nur, dass Covid, Long-Covid und die Grippe für Sie gefährlich werden könnten, das ist nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass hier die Wahrscheinlichkeit ganz arg angestiegen ist, dass Sie von Menschen regiert werden, die, Zitat, nicht alle Tassen im Schrank haben, Zitat Ende. Entschuldigen Sie bitte meine despertierliche Ausdrucksweise, aber ich mache mir große Sorgen. Unser Gesundheitsminister ist bekanntlich ebenfalls an Covid-19 erkrankt gewesen. Zum Glück war es nur ein milder Verlauf. Aber Frau Frommhild erwähnte es bereits mehrfach explizit, dass Menschen, welche nur einen milden Verlauf hatten, viel öfter von Long-Covid betroffen sind. Die Zahl von 40 Prozent ist erschreckend. Lauterbach hat Long-Covid? Wenn nun beinahe jeder zweite Infizierte Long-Covid bekommt, dann ergibt sich daraus auch die Möglichkeit, dass unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach davon betroffen ist. Diverse Videoveröffentlichungen deuten stark darauf hin. Auch gab es bereits einen Aufruf, man möge Lauterbach psychiatrisch untersuchen lassen. Ohne eine entsprechende Untersuchung von Lauterbachs Hirnleistung durch einen ausgewiesenen Experten sind die Bürger einem immensen Sicherheitsrisiko ausgesetzt. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf. Ein Beitrag von Dr. Warnwitz, 11. März 2022. Vorgelesen von Jürgen von Augen auf Medienanalyse.